Willkommen zurück bei No Man's Sky. Wir sind auf der Raumstation gelandet. Och, das sieht ja nett aus. Wie an der Börse. Ach, tatsächlich. Sind auch Prozente drauf zu sehen. Das ist ja nett. Hallo, grüßt euch. Guten Tag. Herr Bauplanvertreter da hinten. Präfekt Ingen. Guten Tag, der Herr. Der Krieger sieht mich mit Feuer in seinen Augen an. Diese Spezies ist eindeutig aggressiv und ich bezweifle, dass ich vollkommen willkommen bin. Und doch verbeugt sich die Lebensform zu einer Begrüßung. Das gebietet wohl Tradition und Ehre. Ich empfinde keine unmittelbare Gefahr und bin kurz davor, wieder zu gehen, als die Kreatur auf mein Multiwerkzeug deutet. Ja, doch. Sie bellt besorgt und deutet mit einer Geste an. Ich gebe dir das mal. Ich hoffe, wir kriegen es wieder zurück. Er nickt zufrieden. Er bietet mir ein verbessertes Ersatz-Multiwerkzeug an. Ja. Guck mal, hier ist so ein Terrain-Manipulator mit dabei. Ja, geil. Würde ich mal nehmen, wa? Kann ich da eigentlich Sachen übernehmen? Das geht nicht, ne? Dass ich die Sachen rüberziehe. Bergbau plus 13%. Komm, nehmen wir mal mit. Neues Multiwerkzeug. Müssen wir zwar die anderen Sachen wieder bauen. Ach ja, das kann ich für 1000 reparieren. Das kostet nicht viel. Wir haben es ja jetzt. Und das Analysevisier bräuchten wir allerdings. Da bräuchten wir wieder Eisen. Ach guck mal, den können wir auch bauen. Strahlenintensivierer Sigma. Heridium wieder. Okay, ja geil. Hey, fett. Vielen, vielen Dank. Hallo. Der Krieger ist für eine Sekunde still und blickt mich dann verschwörerisch an. Er schaut hinter sich, um zu sehen, was seine Kollegen machen und schaltet dann die Sicherheitssysteme aus. Zu seinen Füßen öffnet der Krieger ein Handelsfach, das voll mit Multiwerkzeug-Upgrades zu sein scheint. Er deutet an, sie gegen die Inhalte meines Inventars zu tauschen. Komm hier, 1000 Units. Fuck, fuck, fuck. Oh nein. Ah, Mann. Oh Gott. Shit. Fuck. Das ärgert mich jetzt. Ich verkloppe jetzt erstmal das ganze Emeril. Für 201. Was? Minus 28%? Ne, ach, minus 28 pro. Das ist egal. Ich weiß jetzt sowieso erstmal nicht. Nicht wohin mit dem Geld. Ach, wir können vielleicht nochmal mit denen reden, dass die nochmal hier so ein bisschen Kram von uns bekommen. Nochmal 1000 Emeril. Ja, komm, ey. Brauchen den dynamischen Resonator? Zink, die haben ja Zink. Da würde ich mal ein bisschen was mitnehmen. Heridium kaufe ich jetzt auch mal 100. Oder ein bisschen mehr, es kostet jetzt hier nicht so viel. Was ist das? Hochleistungs-Vektorkompressor. Ionenkondensator. Aha. Nicht schlecht. So, da können wir nämlich schon. Halt. Das Ding bauen. Bergbaugeschwindigkeit plus 10%. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Oh, guten Tag. Technologiekaufmann. Baupläne für Waffen-Upgrades im Tausch gegen Nanithaufen. Waffen-Upgrades hat er. Das haben wir schon. Hitzeverteilung 29%. Ne, das was anderes ist. Das Kühlsystem, das haben wir noch nicht. Impulswerfer. Strahlenintensivierer Tau, das ist auch geil. Das ist auch ganz geil. Bräuchten wir 220 Nanit. Merken wir uns mal.
können wir leider nicht kaufen. Uns fehlen halt, die Hälfte haben wir ungefähr. Kupfer und Eisen, na gut, Kupfer könnte man dann vielleicht irgendwo kaufen, aber wir brauchen 220 Nanit, um das kaufen zu können. Das gefällt mir, das würde ich gerne machen. Kann ich mit dir nochmal, Herr Präfekt, kann ich dir was in die Hand drücken? Plus zwei Kien-Dolche. Wir können den auch nochmal nach dem Weg fragen, ob der nochmal was Interessantes für uns hat. Habe ich noch ein paar Dolche dabei? Nö, habe ich nicht. Das habe ich nicht. Doch, hier, Gragra. Doch, natürlich. Ach so, der will immer mal was anderes. Ah, okay. Gibt uns eine Wegbeschreibung zu einem interessanten Ort. Gut, wir hatten so oder so vorher noch welche. Tauschhandel 100 Zink. Habe ich mir gerade erst gekauft, Mann. Nee, das machen wir mal nicht. So, trotzdem sieht es ganz gut aus. So, den Hyperraumantrieb, den sollen wir bauen. Kann ich doch hier bei Technologie machen, ne? Hyperantrieb, genau. Dynamischer Resonator. Achso, ich sollte vielleicht noch einen kaufen. Aber Moment mal, die hatten gar keinen, oder? Heridium. Hatten die hier einen dynamischen Resonator? Nö. Gut zu wissen, dann kann ich gleich nochmal ein bisschen Heridium kaufen. Ach komm, was soll's. Wir kriegen hier keinen dynamischen Resonator. Das ist natürlich nicht so schön. Sechs Aliens getroffen. Okay. Ha. Ich würde mal auf den Planeten runterfliegen. Oder wann waren wir auf dem schon? Kommen wir von dem? Oder wie war das? Achso, wir waren sogar schon hier. Ah, alles klar. Dann war das der Stadtplanet. Wo war denn die blaue andere Murmel? Die muss irgendwo da hinten gewesen sein. Da. Pilzschimmel, Gold, Kupfer, Heridium. Unentdeckt. So, können wir irgendwann Asteroiden lieber mal ein bisschen abschießen können, um noch Eisen zu erlangen. Na komm. Wobei das hier kein Eisen sein dürfte. Iridium. Okay, super. Dann können wir zum... Da waren wir auch schon. Da ist aber nochmal eine Ruine. Wo war denn jetzt der blaue Planet? Der neue? Der war hier drüben irgendwo. Irgendwo? Wo ist er denn? Da hinten. Genau, zu dem würde ich gerne eine Minute... Flugzeit, okay. Tamium, ui, super. Iridium kommt erstmal weg. Eisen packe ich erstmal mit hier rüber.
wenn ich den Raketenwerfer hier rausbauen würde. Und auch die Photonenkanone und so weiter. Kann ich auch das hier rausbauen? Nee, das kann ich ja... Boah, könnte ich das dann neu wieder im Technologiebaum machen? Also würde das gehen, wenn ich das hier lösche? Schon interessant. Versuche ich das mal hier mit dem Raketenwerfer. Vielleicht geht das ja. Geht nicht. Scheiße. Na gut, ist egal. Haben wir noch einen Platz mehr frei. Ja, und der ist tatsächlich... Sieht nach Wasser aus, oder? Mit Wasser übersät. Blind. Oh. Ja. Ja, wie gesagt, Nanit, das bräuchten wir hier. Dass wir das hier irgendwo finden, vielleicht über Fragezeichen wieder ansteuern. Giftregen, ach du Scheiße. Fauna leer, das ist doch nicht so geil. Warte mal, wie sieht es mit unserem Tamium-Vorrat aus? Sehr, sehr erbärmlich. Aber wenigstens das ist gut. Da steht hier gleich einiges rum. Das ist wieder so eine böse, böse Peitschenpflanze. So. Na nun. Ein Korvax-Würfel. Das hier ist wahrscheinlich Iridium. Hätte ich mir von sparen können, das zu kaufen. Jo. Wobei wir da ja ruhig mal 500 voll machen können für das Raumschiff. Sammelt sich ja auch schnell, ne? 303, 232. Ein bisschen mehr zusammengekommen. Den Rest packe ich mal weg. So. Hier war doch noch irgendwo Tamium. Da drüben. Na gut, wenn es hier keine Fauna gibt. Ups. Huch. Scheint auch keine Fragezeichen weiter. Können wir bloß mal so ein bisschen rumfliegen, ob wir irgendwo was Schönes sehen. Vielleicht ja nochmal so eine Handelsstation, das bräuchten wir. Wir müssen ja irgendwie an den dynamischen Resonator rankommen, weil das ist natürlich äußerst bescheiden, dass es den hier gar nicht gibt auf der Raumstation. Ach, da ist ein Fragezeichen, aber na gut, hier könnte es zumindest Nanit geben. Immerhin parkt er mittlerweile relativ nah dran. Und er steigt auch nicht mehr alleine aus. Eisen. Ich brauche Eisen. Was ist das hier? Kohlenstoff.
Hauptsache erstmal angeschossen. Okay, super, plus 14. Nice, hier ist auch nochmal was. Klasse. Ach, nicht ganz so viel, aber immerhin besser als nichts. Viking wird für Älteste gelernt. Noch ein Gag-Amulett. Boah. Na okay, auch hier bleiben die Fragezeichen. Das kann natürlich ein bisschen verwirren auf Dauer. Dachte vielleicht noch, dass es bloß beim ersten Planeten so wäre. Leider nicht. Ja, dann cruisen wir einfach mal ein bisschen über den Planeten. Und vielleicht finden wir noch das ein oder andere Anzug-Upgrade. Das wäre super. Aber ich glaube, ich würde jetzt auch so immer erstmal die normalen Standardplätze nehmen für das Anzug-Upgrade. Und nicht diese mit dem besonders großen Frachtraum. Weil ich halt auch nicht weiß, wie hoch der ist. Wahrscheinlich 1000 oder so. Ich kann mir, also ich glaube nicht, dass es nur 500 sind, sondern dann eher noch ein bisschen mehr. War das ein Fragezeichen aufgeploppt? Das ist aber nett. Vor allem ist das auch sehr weit weg. Wir können ja mal in die Richtung fliegen, grob. Hier wird das Gamepad angeschlossen. Da kann ich aber mal hier so aus dem Fenster gucken. Oder kann ich direkt mit dem Ding fliegen? Können wir auch machen. Ich kann auch mit dem Gamepad über die Planetenoberfläche fliegen. Ah, da kann ich mich wenigstens so ein bisschen umschauen. Und das hier, warte mal, das muss invertiert werden. Ah, Steuerung. Boost ist Kreis, okay. Aber hier. So. Jetzt haut's hin, genau. Okay, das macht schon ein bisschen mehr her. Na gut. Also beim Flug versuche ich dann die Gamepad-Steuerung zu nehmen. Das geht ja im fliegenden Wechsel hier, das ist ganz gut. Achso, rechter Stick ist Zoom. Fliegen wir den Sonnenuntergang oder Aufgang entgegen? Ich weiß gar nicht. Untergang wahrscheinlich. Oder geht die gerade auf? Hallo? Fragezeichen? Wo ist es? Da. Wir können ja mal ein bisschen
kann ich in den Impulsantrieb starten? So nicht. Ich weiß es nicht. Kann ich den Impulsantrieb starten mit dem Gamepad? Das wäre nicht schlecht, wenn ich das irgendwo... Flugsteuerung. Impuls... Kann ich nichts eingeben? Warte mal. Das ist ja doof. Okay, wieso gibt es keinen Impulsantrieb fürs Gamepad? Warum? Was ist denn das schon wieder? Ach Spiel, mach's mir doch nicht immer so schwer. Achso, jetzt ist es mit der Maus allerdings auch invertiert. Alter, okay, das ist scheiße. Ach Spiel. Ich flieg jetzt nämlich mal kurz ein bisschen raus. Jetzt war schneller bei dem Fragezeichen noch ankommen. Oder wird's mir von hier oben... Wird mir nicht mehr angezeigt, oder? Na du? Schade. Gab halt auch keine Fauna auf dem Planeten. Na gut, das Fragezeichen ist weg. Egal. Da hinten wäre noch eine Ruine. Waren wir überhaupt schon auf dem Planeten? Ja, auf dem waren wir schon. Halt, nein, du sollst dahin. Reisen wir noch mal zu der Ruine. Gut. Weg. Irgendwo eine Planetenbasis nochmal entdecken mit einem Handelsnetzwerk in der Hoffnung, dass sie dort den dynamischen Resonator haben. Das ist echt bescheiden, dass es den auf der Raumstation nicht gibt. Den gab es bisher immer auf der Raumstation als erstes. Echt schade. Echt schade. Aber den finden wir schon. Irgendwo muss es den ja geben. Und wenn ich halt eine Stunde über den Planeten fahren muss oder wie auch immer, um dann halt Sachen... um dann halt die Raumstation oder die Planetenbasen zu entdecken. Das ist ein ganz schön langer Flug, ne? Eisentechnisch wird schon wieder ganz eng. Hatte ich hier noch was drin? Ja, gut, ein bisschen. Ein kleines bisschen. Gott sei Dank kann man hier nicht verglühen. Da ist eine schnieke kleine Ruine. Oh, neue Gebäude. Cool. Das könnte kritisch werden. Du Sack, ey. So, wir brauchen aber Eisen. Können wir direkt mal ein bisschen was mitnehmen. Mann, ey. Hat er mich direkt runtergeschmissen. So. Okay. Da drüben gibt es ein Wort zu erlernen.
Viking wird für Krieger erlernt. Und das Viking wird für Ersetzen gelernt. Und das sind die zwei bloß. So. Das Buch des Hörg erzählt vom Aufstieg der Reisenden. Sie sollen aufsteigen und die grenzenlose Leere erkunden. Die Valkyrien sollen ihren Aufstieg nicht stören, denn die Reisenden müssen obsiegen. So verfügt es das Buch des Hörg. Unser Wissen über die Valkyrien wächst weiter und wir haben das Valkyrienwort für Stimme gelernt. Und das Ansehen hat sich sogar auch nochmal verbessert. Und noch ein Meilenstein, okay. Acht Worte erst gelernt? Echt so wenig? Gedacht, das waren schon ein paar mehr. So. Na gut, dann können wir wieder zurück zum Raumschiff. Doch da. Guck mal. Gibt's auch nochmal Zink da oben. Und das war Kinwort für Spule gelernt. Ach genau, das Analysevisier brauche ich ja noch. Super. 21 Nanit. Plutonium, da sieht es relativ schwach aus, deswegen nehmen wir das hier noch mit. Nanit haben wir. Okay. Da ist nochmal Zink, auch das kommt direkt nochmal mit. Ja, wunderbar. Ich würde sagen, das war's dann für heute. Ich bedanke mich bei euch. Machen wir uns in der nächsten Folge auf die Suche nach einem dynamischen Resonator. Und ja, hoffentlich finden wir den. Bis dahin, vielen Dank fürs Zusehen und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.